Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich merke gerade, die Kamera blinkt ein bisschen komisch, aber ich hoffe, das stört uns nicht weiter. Manchmal versucht sie noch das schöne Licht zu finden und bis die Zeichnung einigermaßen steht, blinkt sie so ein bisschen. Ich hoffe aber, das geht noch. So, ich zeichne heute ein Känguru und zwar mit dem Stift, das ist irgend so ein Ocker gebrannt. Von Polychromos und es ist die Nummer 187. Also ich fange an mit den Ohren hier. Ich habe bereits ein Känguru gezeichnet und das kann ich euch hier oben rechts verlinken. Aber das Känguru war nur Outline, also ganz schnell. Und es gab aber den Wunsch immer wieder, dass ich ein realistisches Känguru zeichne. Und jetzt ist es soweit, jetzt versuche ich das mal. Der Kopf ist natürlich sehr wichtig. Ich habe mir eine Position vom Känguru ausgesucht, die ja, den Kopf von vorne zeigt. Man kann das natürlich auch anders machen, aber das letzte Känguru, also soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, war von der Seite. Im Prinzip ist es das gleiche, nur jetzt eben von vorne, zumindest von der Farbigkeit her. Wir werden da jetzt nicht so viel anders machen. Also Näschen und so weiter. Hier haben wir ein bisschen Schattierung, das kann ich später noch ergänzen. Aber zuerst brauchen wir die Outline vom Körper. Und hier ist ein bisschen mehr Ohr. Es sieht momentan nach gar nichts aus, ich weiß, aber ich bemühe mich jetzt ein bisschen. Die haben einen relativ interessanten Körperbau, die Kängurus, und es ist manchmal echt schwierig, das genau hübsch auch zu verstehen. In diesem Fall hat es mir gefallen, dass das Känguru seine Krallen nicht so zeigt. Ich mag ungern Krallen zeichnen. Na, vor allem, wenn ich jetzt irgendwie das kinderfreundlich machen will. Und deshalb finde ich es gut, dass das Känguru hier seine Pfoten oder was das ist, seine Vorderbeine, Hände versteckt. Hier kommt so ein gewölbter Rücken, der ist relativ schön gewölbt. Und nach hinten machen wir den Schwanz. Beim letzten Känguru habe ich den Schwanz nicht gut gemacht, deswegen habe ich das nochmal gemacht. Und hier mache ich es ein bisschen langsamer, damit ihr das auch gut alle hinbekommt. Hier ist das zweite Bein, also das hintere Bein, und das hat eine relativ starke und ziemlich rechteckige Biegung. Und es ist unglaublich lang. Also so lang, dass man gar nicht glaubt, wie viel man eigentlich an Bein zeichnet. Also wirklich sehr lang. Und hier sind vorne auch irgendwelche Krallen. Das zweite Bein ist hinten genauso. Muss ich auch irgendwie machen. Ja, und hier ist jetzt so, sieht man Mamas Beutelchen. Das ist hier unterm Rücken, praktisch unterm Po. Da muss ich jetzt ganz leicht verlängern bzw. erweitern. Das kann man später alles noch ausbessern, indem man schön schattiert. Allzu dicken Schwanz will ich nicht machen, obwohl der eigentlich viel dicker ist als meiner. Aber das ist mir dann zu viel Realismus. Ich versuche es zwar realistisch, aber trotzdem noch süß. Ja, und hier aus dem Beutelchen von der Mama, also hier das da, kann ja ein kleines Baby-Känguru so ein bisschen rausschauen, mit den Ohren so, ganz süß. Mit dem Auge, das können wir später nachmachen. Also wirklich so ein ganz kleines Köpfchen mit so einem ganz kleinen Auge hier, ja. Also ungefähr sowas. Schaut so ein bisschen raus. Bisschen verdutzt. Genau. Und die Mama mit ihren Krallen, die hat die Hände so ein bisschen zusammengetan, damit wir sie nicht zeichnen müssen. So.
Und genau, da müssen wir jetzt reingehen und diese Knopfaugen schön zeichnen. Mit Glanz, also ich mache in der Mitte einen Glanzknopf, also Glanz, Auge. Und habe auch dieses Braun hier. Das ist 263. Und mit diesem Braun möchte ich die dunkleren Stellen von Känguru nachmachen. Und auch hier zum Beispiel das Innere vom Ohr. Relativ hübsch auch ausmalen. Aber allzu viele Farben möchte ich nicht benutzen. Mir gefällt eben dieses Rostbraune, das ich vorher hatte, für die Vorzeichnung. Und hier mache ich einfach nur ein bisschen mehr die Schattierungen hier und da. Auch hier um das Maul, beziehungsweise um die Nase. Die ist zwar relativ grauschwarz, aber ich versuche das jetzt schon mal mit dem Braun und kann trotzdem noch nachverdunkeln. Das ist jetzt relativ klein, ich mache es mit Absicht klein, weil lange Filme, also wenn ich es zu groß mache, werden die Filme zu lang und das habe ich schon mal gesagt, dass die Kamera da irgendwie nicht mitmacht. Das habt ihr bei den letzten Videos wahrscheinlich auch gemerkt, dass irgendwann Blabla, mein Blabla hört dann auf zu brabbeln. Und dann war es das mit dem Video. Von daher versuche ich schneller zu zeichnen. Und schnell kann man ja nicht wirklich zeichnen, außer wenn man sich vornimmt, es kleiner zu machen. Und hier die Ohren auch. Also ein realistisches Känguru ist im Prinzip mit einer schönen hellbraunen Schattierung, also hier um die Augen herum. Das Näschen auch relativ. Und ich nehme sehr gerne, ihr kennt mich ja schon mit diesem Stift, mein 152er Fleischfarben, Hellfarben. Das ist so der Grundton davon. Da nehme ich mir das nicht, lasse ich mir das nicht nehmen. Das ist immer so die gemogelste Packung, die es gibt beim Zeichnen. Wenn man einfach nicht weiß, was soll ich jetzt dafür einen Grundton nehmen? Was ist das eigentlich für eine Farbe? Ist das weiß, beige, grau oder was auch immer? Und ich entscheide mich dann für eben dieses hellfarbene, fleischfarbene, ja, rosa. Also es ist so ein Rosaton. Um die Augen mache ich das gerne ein bisschen heller. Das sieht irgendwie ein bisschen hübsch aus. Und ganz süß ist, finde ich, wenn man da so ein bisschen so die Wimpern hier verlängert. Ganz nett. Genau. Und ja, ansonsten könnt ihr den Kopf hier und da nachdunkeln, nachbearbeiten. Hier ist zum Beispiel auch so eine weiße Stelle, also bevor es hier dunkler wird. Genau, und jetzt schraffieren wir das, aber weil wir relativ klein angefangen haben, kann man natürlich jetzt schlecht in die Form des Kängurus, also in die Form des Wachstums der Haare. Das habe ich ja schon mal gesagt, das ist meine Lieblingsschraffur. Das geht aber entweder bei längeren Haaren ganz gut oder bei großen Zeichnungen. Also wenn wir so klein anfangen, wird es schwierig. Also so. Aber im Prinzip wisst ihr, was ich meine. So in die Richtung dann schraffieren. Und mit diesem schönen beigen Stift 187, das ist so rostbraun, finde ich. Ocker gebrannt heißt es, aber das ist für mich dieses typische Rostbraun. Ich habe mir mehrere solche gekauft von Polychromos, verschiedenfarbige. Es gibt so Kupfer auch, irgendwie so den Ton. Das ist im Prinzip alle das ist das gleiche. Genau, und hier unter dem Arm machen wir den Schatten und machen dann weiter bis zum Bein.
Hier der Bauch ist ein bisschen dunkler. Und es geht so weiter. Das Auge von dem kleinen Känguru, also hier braucht ihr einen sehr gut gespitzten Stift, das was ich jetzt halt nicht habt hier, das habe ich nicht gut gemacht, und hier das Öhrchen ein bisschen dunkel, damit man sieht, wo das genau war, vielleicht die Outline noch ein bisschen betonen und hier das Näschen auch, und das machen wir jetzt hübsch in diesem hellen Hautton. Guckt so ein bisschen raus. Und mehr müsst ihr da gar nicht so viel machen, weil das ist so klein hier. Also das verliert sich eigentlich schon fast in Mamas Bauch. Aber es ist sichtbar. Also schön, dass man dann merkt, da ist ein kleines Baby und das ist halt die Känguru-Mama. Und das ist alles total schnucklig. Und mit diesem Stift mache ich das hier weiter, wo ich den Verlauf brauche, zum Beispiel zum helleren Weiß. Also das kann man immer mal so ein bisschen nacharbeiten. Oder so ganz sanften Grundton, also damit es nicht wirklich weiß ist, weil das Papier ist ja weiß, so einen ganz sanften Grundton. Seht ihr das? Also wirklich so wie so Wolke, wie so eine rosa Wolke einfach mal. Und drüber natürlich wieder in der Form der Haare einfach nacharbeiten. Die sind recht weich, die Kängurus, zumindest sehen sie so aus, ich habe noch nie jetzt ein Känguru gestreichelt, aber sie sehen schon sehr weich und wollig aus. Hier jetzt am Körper müssen wir ein bisschen viel ausmalen. Da geht es halt weiter. Und immer mit der Form der Haare, wobei ich irgendwann nicht so genau weiß, wie die Haare jetzt wachsen, da ist auch ein bisschen wuschelig alles. Aber wenn man so eine schöne Schattierung hat und so ein bisschen, manchmal helfen auch so Drehbewegungen, wisst ihr? Mit so Drehbewegungen vom Stift macht man das sanfter. Also es sieht dann wirklich so wollartig aus. Also nicht so, ich sag mal nicht so stachelig, sondern eher so wollartig aus. Und manchmal hilft es eigentlich ganz gut, vor allem bei dieser Größe, wenn man jetzt nicht Strich für Strich jedes Härchen macht, also bei großen Illustrationen ist das ja so, dass man, dass jeder Strich auch dem Härchen entspricht. Bei so kleineren Illustrationen können wir das nicht so machen. Und da helfen so Wollbewegungen, sage ich, ja, so Kreisbewegungen, die ein bisschen so die Wolle wiedergeben, ganz gut eigentlich. Und trotzdem weiß man, es ist ein haariges Tierchen. Ist wahrscheinlich auch kuschelig. Hier haben wir sowas wie Muskeln und Knochen. Also man sieht sie eigentlich ganz gut hier. Ich mag mich überhaupt nicht auf so Sachen konzentrieren wie diese Krallen zum Beispiel. Also die mag ich überhaupt nicht gerne machen. Aber hier ist der Fuß, also der untere Teil von diesem Fuß recht dunkel, also auch recht dominant und geht aber in so einem Verlauf über, und auch dieser Teil hier vom anderen Bein, und das sieht irgendwie plötzlich so dominant aus, deswegen mag ich das auch nicht so gerne zeichnen, aber das ist tatsächlich so. Also immer aufpassen, was man genau zeichnet. Nicht, dass man die Zeichnung zum Schluss irgendwie verschlechtert mit solchen Krallen und so weiter, aber ja, wenn sie da sind, sind sie da. Hier können wir auch ein bisschen an diesem Arm was machen, weil da sind auch Krallen, aber das hilft ganz gut, damit der Schatten gezeigt wird, damit wir auch eine Outline haben, ja. Und hier geht es dann weiter mit diesem krackligen, mit dieser krackligen Schraffur, also so Drehbewegungen und so ein bisschen
Ja, weil die recht wollig sind, wie ich sehe. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Haare wachsen. Ich kann es mir zwar denken, dass die hier in die Richtung so wachsen, manche sieht man auch, aber so genau ist die Zeichnung jetzt auch wieder nicht. Und immer schön da, wo ihr meint, es muss ein bisschen mehr Kontrast. Also zum Beispiel hier das Känguru-Köpfchen vom kleinen Baby. Wenn ihr das ein bisschen hervorheben könnt, dann macht ihr drumherum eben dunkler. Also wenn das Känguru-Baby ein helles Köpfchen hat, macht ihr drumherum dunkler. Und das sieht dann, also als Kontrast sieht das gleich so als, ja, so Eyecatcher. Also so, man guckt halt gerne hin und sieht es auch ziemlich schnell, das Baby. Also es verschwindet nicht irgendwie in diesem farbigen Einheitsbrei, sondern man merkt, ah, da ist ja das kleine Baby. Das guckt so ein bisschen raus. Mit den süßen Augen und mit den süßen Ohren. Genau. Aus dem Beutelchen von der Mama. Und hier sind so ein bisschen ein paar. Jetzt mache ich das hier zu Ende, also ganz sanft. Auch hier haben wir den Schwanz, das geht hier weiter, ganz fein und drunter bräuchtet ihr so ein bisschen Schatten. Und dann habt ihr das schon, ihr Lieben. Also es ist eine sehr, nein, ich will nicht sagen leichte Zeichnung, aber also kompliziert ist so ein Känguru jetzt auch wieder nicht. Es hat so diese typische Form, die müsst ihr natürlich hier rausbekommen. Und man kann es auch stehend machen. Aber ich habe mich für diese Kombination entschieden, weil ihr wisst ja, mein Format ist, also hier das Videoformat ist quer. Und es ist besser, wenn da irgendwas in die Länge geht. Und hier könnte ich den Schwanz noch länger machen, aber das ist mir jetzt nicht so wichtig. Hier müsst ihr ein bisschen spielen. Also da sind ja viele Muskeln, wie das Bein genau geknickt ist. Und dann sieht man hier irgendwelche Schattierungen und ich weiß nicht was. Also da kenne ich mich eigentlich nicht so gut aus beim Känguru. Wahrscheinlich, wenn ich das für Ravensburger, also für die Puzzles zeichnen würde, würden da meine Lektoren sofort sagen, ah, da musst du ein bisschen genauer gucken, da musst du aufpassen. Das finde ich auch super, die können das echt gut. Also die passen ganz genau auf, was ich zeichne und sagen dann, ah, hier am Bein, da fehlt was oder da ist was zu viel oder guck dir das mal genauer an, da sind andere Muskeln. Und da bin ich ihnen total dankbar, weil ich letztendlich, wenn ich jetzt so für mich zeichne, bin ich, sage ich jetzt mal, ein bisschen schlampiger und schneller. So nach dem Motto, Hauptsache, wir haben die Zeichnung. Aber wie perfekt sie ist, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber wie gesagt, Hauptsache, wir haben die Zeichnung. Also wenn jemand jetzt das so sieht, wenn ihr das so gezeichnet habt, wenn das jemand so sieht, sagt er bestimmt, ah, das ist ein Känguru. Kenne ich, weiß ich, aha. Und das war mir schon immer so ganz wichtig, dass man sofort erkennt, was ich zeichne und nicht irgendwie fragt, was ist das? Sondern das sofort sieht. So, ihr Lieben, also im Großen und Ganzen haben wir es. Hier und da könnt ihr so eine Outline dazu machen, damit das ja so besser sichtbar ist. Und hier und da die Beine, also auch hier zum Beispiel unter den Armen von dem Känguru was machen. Hier am Kopf weiß ich jetzt nicht genau, was ich noch verbessern könnte. Die haben so eine Zeichnung hier um den Mund. Das könnte man ein bisschen verstärken. Seht ihr das? Vielleicht ist das ganz gut so, wenn man das so ein bisschen genauer macht. Und hier zum Beispiel teilt sich das so ganz weich. Aber wahrscheinlich gibt es bei jedem Känguru auch andere Zeichnungen. Und ja, man kann so und so sehen. Aber im Großen und Ganzen haben wir es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun. Ich freue mich sehr.
Und ansonsten, ihr Lieben, ja, das war ein Wunsch von einem Zuschauer. Ich mache sehr viele Wünsche, grundsätzlich gerne, wenn ich Zeit habe, wenn ich dazu komme, wenn ich das nicht irgendwie vergesse. Also alles, was ihr euch so wünscht, könnt ihr schreiben. Manche Sachen kann ich nicht machen. Zum Beispiel hat sich jemand gewünscht, dass ich so ein, na, was war das? Also irgend so Manga-Figuren oder irgendwelche anderen Sachen, die anderen Illustratoren gehören, also die andere Illustratoren erfunden haben, die kann ich nicht machen. Das sind ihre Sachen, die, das geht nicht. Das ist nicht mein Ding. Also ich zeichne aus der Natur am liebsten. Okay, ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, genießt die Ferien, wenn ihr Ferien habt, oder die letzten Schulstunden. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Das waren meine 4 Stifte, das war gar nicht viel. Bis demnächst, eure Dani. Tschüss.